Herzlich willkommen, Christina Lugner, bei unserem Würstelstand. Was darf es denn zum Essen sein? Ja, servus, lieber Netto. Schön, dass ich auch mal hier sein darf in der Sendung. Sehr gerne, bitte Käsekreiner. Senf oder Ketchup? Naja, würde ich doch eher auf Senf tippen. Alles klar, kommt gleich. Würstelstand, wie oft trifft man dich? Naja, schon. Nach dem Opernball waren wir immer beim Bitzinger nachher. Ja? Also das war du wurscht, wer Gast war, wir waren immer nachher beim Bitzinger. Oder vielleicht sogar auch währenddessen, dass wir mal kurz rausgegangen sind, uns gestärkt haben und dann wieder rein in die Oper. War immer eine lustige Geschichte. Also nicht nur beim Opernball oder wirklich nur? Trifft man die hin und wieder da auch so an? Natürlich, ja. Du, oftmals gehst du ja in ein Restaurant und kriegst so kleine Portionchen, wo ich schon einen Lachkrampf kriege, wenn ich hinschaue. Und dann so für die Zahnfüllung quasi nur geeignet, ne? Das habe ich einmal beanstandet bei einem Haubenlokal. Kam dann der Koch und hat gesagt, ja, aber Frau Lugner, ich habe extra für Sie so kleine Portionen gemacht, ja. Habe ich gesagt, das finde ich sehr nett, aber ich hätte gerne eine große. Du warst dann auf einem Seminar und hast dann den Herrn Lugner kennengelernt. Ja, richtig. Wie war das damals? Naja, das war irgendeine berufliche Geschichte auf jeden Fall, ja. Und das war in 1990, es war im August, es war im Juli, August ungefähr. Und da haben wir einander kennengelernt. Und es war so langweilig dort, dass er zu mir gesagt hat, du weißt was, gehen wir doch irgendwo hin was essen. Und wir sind gegangen im damaligen Balkangrill. Und da haben wir viel Knoblauch, viel Rotwein getrunken, siehst du. Und damit räume ich auch gleich mit der Theorie auf, dass Knoblauch schlecht ist für den zwischenmenschlichen Verkehr, weil seitdem haben wir nur mehr Knoblauch gegessen. Ja, das waren unsere Anfänge. Wie wird sich das dann weiterentwickelt? Du hast ja, glaube ich, deine Eltern nicht gleich informiert über den neuen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, du, ich wollte einfach wissen, wie sie darauf reagieren. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe da einen Maurer kennengelernt. Naja, ich meine im Prinzip, ja, also Baufirmenchef, oder? Du als Maurerin sozusagen hast einen Maurer gehandelt. Ich habe einen Maurer kennengelernt. Stimmt ja auch im Prinzip, genau. Würde halt mit ihm ganz gern wegfliegen. Also wir haben uns ja wirklich kennengelernt, haben uns einmal noch einmal getroffen und schon sind wir weggeflogen miteinander. Jetzt ist es natürlich war sehr War er damals schon so bekannt wie jetzt? Also ehrlich gesagt, ich kannte ihn damals nicht wirklich. Wie war dann dieser Urlaub? Naja, wie man sich vorstellen kann, ich meine, wenn du jetzt natürlich mit einer Person auf Urlaub fährst, mit der du jetzt vorher noch nicht wirklich, ich sage jetzt einmal, intim warst, ja, sind es halt Situationen, die, in einem Zimmer, ich meine, ich wusste ja auch nicht, hat er zwei Zimmer, eigentlich bin ich schon davon ausgegangen, dass er nur ein Zimmer gebucht hat. Und es war halt, ja, du, wir haben uns total verliebt. Richard war ja wie ein Lausbub früher. Ja. Wir haben uns wirklich total verliebt und haben nach einem halben Jahr verlobt. Nach einem halben Jahr haben wir uns verlobt und nach einem weiteren halben Jahr haben wir geheiratet. Das ist unsere Geschichte. Und 2007 hat das Ganze dann ein Ende gefunden. Was ist da passiert, dass das so gekommen ist? Im Wesentlichen war es so, ich war ja ebenso wie du extrem kurzsichtig. Bei mir waren es 5,5 Dioptrien, bei dir sind es glaube ich 6. Ja. Yeah. Und bei mir kam noch dazu ein sehr starker Astigmatismus. Das ist diese Hornhautverkrümmung, wo du so rundherum siehst. Und mein lieber Freund Arthur Worsek hat zu mir gesagt, bitte lass dir endlich die Augen lasern. Und hat mich geschickt zum Augenlasern. Und was soll ich dir sagen? Die Augen waren gelasert, ich habe am nächsten Tag gesehen wie ein Luchs. Und habe das erste Mal dann in Richard gesehen. Und habe gedacht, ich habe danach dann die Scheidung eingereicht. Wie intensiv verfolgst du jetzt das Liebesleben vor allem von deinem Ex-Mann? Wie ist das für dich lustig, peinlich oder wie? Du, Richard war immer in seinem Universum gefangen. Der Richard lebt in seinem Universum. Richard liebt es natürlich, umschwärmt zu werden von jungen Mädchen. Du, er hat's drauf. Ich meine, bitte, welcher 85-Jährige würde nicht gerne mit einem, ich sage jetzt einmal, 25-jährigen Mädel posieren, zusammen sein, ehrlich, zeigen wir die. Gibst du ihm da auch Tipps vielleicht, wie er sich verhalten soll? Ja, ich habe ihm schon gesagt, schau, wir machen jetzt wir machen ein Casting für dich, weil wir müssen ja als Familie auch und auch unsere Tochter auch mit dieser Person dann zurande kommen. Und da waren ja, was da schon alles dabei war. Das wollen wir uns natürlich alle ersparen.
Das Problem ist nur, er ist sehr beratungsresistent. Du hast ja natürlich auch einen Beruf irgendwie, den du ausübst. Von was lebst du gerade derzeit jetzt? Immobilien, glaube ich? Von meinen Immobilien, genau. Von meinen Immobilien. Das heißt, du vermittelst Immobilien? Nein, Gottes Willen, ich bin ja kein Makler. Nein, nein. Ich kaufe, renoviere, lasse renovieren, ich renoviere nicht selber, lasse renovieren und verkaufe auch wieder. Du hast jetzt seit kurzem ein neues Hobby irgendwie begonnen. Du machst jetzt das Schiffspatent, weiß ich, wie man das heißt. Also eigentlich war der Gedanke folgender. Richard hat seinen 85. Geburtstag. Jetzt war ich ja bei den Dreharbeiten in Mallorca nicht dabei, weil da einige Damen mitgefahren sind, wo ich gesagt habe, das mache ich sicher nicht. Jetzt war ich natürlich in Zugzwang. Ich musste natürlich ein Geschenk für die Serie, weißt du, also damit es irgendwie gegengeschnitten wird, machen. Und meine Tochter und ich, wir haben, weil wir das ohnehin schon lange machen wollten, haben wir gesagt, wir schenken ihm das Donaupatent. Ja? Jetzt machen wir das Donaupatent für die 10 Meter Schiffe. Ohne ihn jetzt, oder wie? Nein, nein, wir machen es mit ihm. Also wir hatten jetzt sogar schon den anfänglichen Kurs. Er war wie ein trotziges kleines Kind. Er hat immer gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ja, auch du hast uns dankenswerterweise vorab ein Foto zur Verfügung gestellt. Ich glaube, du hast ein bisschen länger suchen müssen. Boah, das ist aber jetzt gemein. Also komm, jetzt hör mal. Das wann Foto wurde und letzte wo Woche war gemacht. Dieses Foto, ja, bitte. Ganz exakt. Das Foto wurde exakt letztes Monat gemacht. Ja, man okay. Sieht es ja. Ja. Wie warst du da? Wo war das? Naja, das war so 22, also kurz bevor ich den Richard kennengelernt habe eigentlich. Also dann sage ich mal, danke für das nette Gespräch. Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin. Ja, danke schön. Wir essen jetzt einfach nur zusammen und plaudern ein bisschen.